ein neues zugelassenes Pedelec, ja, am besten mit einstellbarer Federgabel, Scheibenbremsen, Gangschaltung, großem Akku und so, das kann natürlich richtig teuer werden. Wie es richtig günstig geht, das zeige ich euch heute am Eliglite M1 Plus. Los geht's! Doch bevor der Fahrspaß mit dem Eliglite M1 Plus beginnen kann, schauen wir uns ein kurzes Unboxing an. Auf Wunsch einfach das Kapitel überspringen. Das Eliglite M1 Plus kommt sicher verpackt bei euch an. Natürlich im Lieferumfang, Pedale mit beidseitigem zugelassenen Reflektor. Für Leute, die das Eliglite nicht auf öffentlichen Straßen nutzen möchten, ist ein optionaler Drehgasgriff dabei. Natürlich auch ein Set mit zugelassenen Reflektoren. Ein Werkzeugset. Ein Schaltungsschutz. Eine Bedienungsanleitung, natürlich auch in deutscher Sprache. Und ein Ladegerät mit 2 Ampere Ausgangsleistung. Ansonsten jetzt noch im Karton das vormontierte Eliglite M1 Plus. Hier nochmal der Lieferumfang im Überblick. Und hier ist es nun, der Preis-Leistungskracher auch für deutsche Straßen. Das Eliglite M1 Plus. Wir starten diesmal mit den Komfortvorzügen dieses Pedelecs. Der Eliglite-Sattel ist ausreichend bequem. Wir fahren auf 27,5 Zoll großen CST Allterrain-Reifen und haben eine einstellbare und hydraulische Federgabel. Damit sollte das M1 Plus in der Stadt wirklich überall gut zurechtkommen. Aber auch auf der Schotterpiste kann es punkten. Die hydraulische Federgabel lässt sich absperren. Ist sie offen, federt sie auch den Sprung über den Bürgersteig souverän ab. Als nächstes beschäftigen wir uns mit der Beleuchtung des Eliglite M1 Plus. Die vordere Leuchte wird über den Bordstrom gespeist und ist in Deutschland zugelassen. Hinten haben wir einen zugelassenen Rückstrahler. Wie im Unboxing erwähnt, natürlich auch Reflektoren in der Pedale. Und auch jeweils 2 zugelassene Reflektoren in den Rädern. Für Ausflüge im Dunkeln habe ich mir auch eine wiederaufladbare Rückleuchte besorgt. Diese findet ihr in meinem Amazon-Shop. Unser Licht vorne leuchtet den Weg hervorragend aus. Selbstverständlich können wir den Neigungswinkel hier noch verändern. Das Eliglite M1 Plus kommt mit Scheibenbremsen vorne und hinten. Wir haben natürlich auch 2 echte Bremshebel. Beim Bremstest liegt das Eliglite M1 Plus im oberen Mittelfeld. Und es geht auch weiter im Cockpitbereich. Wir haben eine 21-Gang-Schaltung von Shimano. Hierbei handelt es sich um die beliebte Tourney TZ-Schaltung. Ritzel und vorderes Schaltwerk sind von Sunrun.
Im Heck haben wir den 250 Watt nenndauerleistungsstarken Motor. Dieser bringt bis zu 45 Newtonmeter auf die Straße. Das ist für ein Heckmotor-E-Bike ohne zusätzliches Getriebe wirklich hervorragend. Das Zusammenspiel aus Motor und Schaltung ermöglicht ein sorgenfreies und kräftesparendes Fahren. In Abhängigkeit von der gewählten Fahrstufe fahren wir bis zu 25 km/h mit Motorunterstützung. Mit dem M1 Plus macht die Fahrt über die Skateboardrampe richtig Spaß. Dieses Pedelec ist übrigens nach IPX4 spritzwassergeschützt. Und mit dem großen Akku, der 12,5 Amperestunden auf 36 Volt bringt, sollen Reichweiten bis zu 100 Kilometern möglich sein. 40 bis 50 Kilometer sind aber sicher auch für schwerere Fahrer und bei höherer Fahrstufe möglich. Das hier getestete M1 Plus brachte gut 25 Kilogramm auf die Waage. Das ist für ein Pedelec wirklich voll in Ordnung. Wir haben hier sogar eine Schiebehilfe bis 6 km/h. Eine solche Schiebehilfe ist auch in Deutschland zulässig. Diese können wir über die Bedieneinheit zuschalten. Das Display ist ordentlich beleuchtet. Wir können hier aus 5 Fahrstufen wählen, sehen den Akkustand, den Trip und den Gesamtkilometerzähler und können außerdem auch das Licht zuschalten. Und wenn ihr jetzt abonniert und die Glocke aktiviert habt, dann stelle ich mein Eliclide M1 Plus auf dem stabilen Ständer ab und wir kommen zu einem kurzen Fazit. Ja, diese kleine aufladbare Rückleuchte hier, die habe ich mir aus meinem Amazon-Shop dazu gekauft. Ja, Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und damit kommen wir zu einem kurzen Fazit zum Eliclide M1 Plus. Ja, alle wichtigen Daten und Fakten, die habe ich euch im Video ja genannt. Wir haben hier die CST All-Terrain-Reifen. Wir haben eine einstellbare Federgabel vorne, Scheibenbremsen vorne und hinten, 21-Gang-Schaltung von Shimano. Und vor allen Dingen 12,5 Amperestunden Akku auf 36 Volt. Ja, das sollte für die meisten Fahrer auch wirklich für 40, 50 Kilometer reichen, aber ist natürlich immer von 1000 Faktoren abhängig. Temperatur, Zuladung, Mondstellung und so weiter. Insgesamt muss man auf jeden Fall sagen, das hier ist preislich nicht topper. Ja, wir haben noch eine Schiebehilfe und wenn wir einen niedrigen Gang einstellen, dann reicht dieser 45 Newtonmeter Hinterradmotor auch, um uns sehr, sehr kräftesparend ans Ziel zu bringen. Schaut auf jeden Fall mal auf den Link in der Videobeschreibung. Ich sage den Preis nämlich jetzt extra mal nicht dazu, damit ihr euch mal positiv überraschen lasst. Schaut es euch einfach an. Also wer jetzt hier davon ausgeht, da sind wir weit über 1000 Euro unterwegs, dem kann ich immer sagen, wenn das aktuelle Angebot noch gilt, dann ist dem bei weitem nicht so. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal, folgt mir auf Instagram, blablabla. Habt noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal, euer Vika. Bye.